Was bist du vom Beruf? Physiker. Was macht ein Physiker so? Disney-Filme gucken. Das finde ich ziemlich cool. Tag zusammen, Jack Pop hier. Ich bin zurück im Hörsaal in Jena. Wir machen heute Spaß mit Ballons, weil wir wissenschaftlich überprüfen, was sonst noch über Bildschirme und Leinwände flackert. Und das machen wir wie immer begleitet fachkundig von dem Physiker meines Vertrauens. Hi Henry. Hey Jack. Henry und ich, wir nehmen euch heute mit hoch in die Luft in einem fliegenden Haus, das von tausenden Ballons getragen wird. Denn wir checken heute unseren gemeinsamen Lieblingsfilm von Disney Pixar. Oh. Henry, du hast dir das Haus von Mr. Fredrickson ein bisschen genauer angesehen. Genau, ich habe mal geguckt, was die Physik dazu sagt, ob man ein Haus tatsächlich mit Ballons abheben lassen kann. Und so viel sei gesagt, einfach ist es nicht, aber es geht. Nicht oben, sondern unten findet ihr noch unseren Abo-Button. Drückt den bitte noch und unsere Glocke, dann verpasst ihr nämlich keine Folge mehr. Und dann würde ich sagen, heben ab. Henry, wenn ich jetzt an diese Postkarte hier einen Heliumballon dran mache, dann reicht schon dieser eine Ballon aus, damit die hier Richtung Hörsaaldecke abhebt. Die wiegt jetzt nur ein paar Gramm. Mr. Fredricksons Haus ist ein ganz anderes Kaliber. Wie kriegt man raus, wie viele Ballons wir da dran hängen müssen, damit auch das abhebt? Das Lustige ist, wir wissen sogar ganz genau, wie viele Ballons Mr. Fredrickson an sein Haus gebunden hat. Das haben die Macher nämlich in einem Interview verraten. Es waren nämlich genau 20.622 Stück. Ach so, okay, echt. Ja dann, Folge vorbei. Tschüss, bis nächste Woche. Hey, Quatsch. Müssen wir natürlich überprüfen, die Zahl. Die können uns ja sonst was erzählen. Genau, das machen wir mit einer Kraft, und zwar mit der Auftriebskraft. Auftrieb, Henry, das musst du mal kurz zusammenfassen, das ist das, was mich im Wasser leichter macht, richtig? Ganz genau. Denn wenn du baden gehst, dann verdrängt dein Körper ein bestimmtes Volumen an Wasser. Und die Auftriebskraft ist jetzt genau so groß wie die Gewichtskraft von dem Wasser, das du verdrängst. Und diese Kraft wirkt deiner Gewichtskraft entgegen, und das ist der Grund, warum du dich dann leichter fühlst. Das bedeutet auch, je mehr Volumen du verdrängst, desto größer ist auch die Auftriebskraft, die du erfährst. Und weil das nicht nur im Wasser funktioniert, sondern in allen Flüssigkeiten und Gasen, erfahren natürlich auch diese Heliumballons in der Luft den Auftrieb, weil die eben auch Luft verdrängen. Das heißt, je mehr Ballons, desto mehr Volumen, desto mehr Auftrieb. Ganz genau. Und wenn die Auftriebskraft größer ist als die Gewichtskraft, die das Objekt nach unten zieht, dann hebt das Haus ab. Okay, dann müssen wir erstmal so ein paar Grundannahmen treffen, wie viel Gewicht denn da überhaupt nach oben gehoben werden muss. Ganz genau. Für das Haus habe ich ein bisschen gegoogelt, und so ein typisches amerikanisches Haus in der Größe wiegt etwa 40 Tonnen. Da oben drauf kommt dann noch die Masse des Ballons, also die Ballonhaut, der Faden und das Helium, was drin ist. Ja, die Ballons selber, die Ballonhaut hier und den Faden habe ich mitgebracht. Das können wir direkt nachmessen. Ich habe hier so eine kleine Taschenwaage, und da sind wir bei ungefähr? Ungefähr 4 Gramm. Genau. Das heißt, wir brauchen jetzt noch das Gewicht von dem Helium, das in den Ballons drin ist. Ganz genau. Das kriegen wir raus über die Dichte des Heliums und das Volumen des Ballons. Der Ballon hat ungefähr, naja, sagen wir, ein Volumen von ungefähr 15 Litern. Zusammen mit der Dichte des Heliums ergibt das eine Heliummasse von gut 2,7 Gramm. Zuzüglich dieser Masse von Ballonhaut und Faden macht das 6,7 Gramm pro Ballon. Okay, das heißt, wir haben jetzt unsere Werte. Dann brauchen wir eine Formel, wo wir die eintragen können. Genau, und da habe ich schon mal was vorbereitet. Yay. Ich habe jetzt hier die Kräftebilanz aufgeschrieben, die auf Haus und Ballons insgesamt wirken. Mhm. Die Nettokraft, das ist die Kraft, die es insgesamt sozusagen nach oben zieht. Die ergibt sich aus der Auftriebskraft, die das Ganze nach oben schiebt, minus der Gewichtskraft, die es wieder nach unten zieht. Und diese Nettokraft, die ergibt sich auch aus Gesamtmasse mal Beschleunigung. So, die Gesamtmasse, die ergibt sich hier aus der Summe von der Masse von Haus plus n mal der Masse der Ballons, also der Gesamtmasse der Ballons sozusagen. So, die Auftriebskraft, die können wir so schreiben als Dichte der Luft mal g mal das gesamte verdrängte Volumen. Also hier steckt auch wieder die Zahl der Ballons drin. Ja, g ist die Erdbeschleunigung. Die Erdbeschleunigung, ganz genau. So, und dann die Gewichtskraft, die können wir auch schreiben als Gesamtmasse, das haben wir oben schon geschrieben, mal wieder Erdbeschleunigung. Okay, so. Das heißt, wir haben alle einzelnen Positionen noch mal ein bisschen feiner aufgelöst, und die packen wir jetzt, nehme ich mal an, in eine Gesamtgleichung. Genau, wir packen das jetzt einfach alles hier oben rein, und dann stellen wir das Ganze nach der Zahl der Ballons um. Ja, wow, let's do it. Okay, jetzt haben wir hier diese ellenlange Formel. Ja. Und die müssen wir jetzt nach n umstellen, weil das ist ja die Zahl der Ballons, die wir haben wollen. Okay, Henry, dann würde ich sagen, stell du mal um, das dauert bestimmt eine Weile. Ich gehe mal kurz austreten, Feuer frei. Snoop Dogg.
Henry, ey, Respekt für das Formel-Mambo-Jumbo hier. Das heißt, wir haben jetzt diese Gesamtformel und prinzipiell haben wir auch schon alles, was wir brauchen. Ne? Das ist Dichte der Luft, Erdbeschleunigung, Volumen der Ballons, Masse der Ballons und Masse vom Haus. Über A müssen wir noch mal kurz sprechen. Das ist die Beschleunigung von hier oben, mit der das Haus sozusagen nach oben beschleunigt. Und die habe ich wie damals in unserer Super Mario-Folge abgeschätzt, indem ich einfach den Film geguckt habe und habe geguckt, wie lange braucht denn das Haus, um eine bestimmte Höhe aufzusteigen. Und das habe ich ausgerechnet und kam raus, dass das 0,06 Meter pro Sekunde zum Quadrat sind. Okay, das heißt, wir haben alle Werte, die wir brauchen. Und du kannst jetzt sagen, wie viele Ballons wir ans Haus dranhängen müssen, damit das wirklich abhebt. Genau, und es sind 3,5 Millionen Stück. Das ist viel, viel, viel mehr, als Disney uns weiß machen möchte. Genau, 172 Mal mehr. Wow, also völlig unterdimensioniert bei Disney. Henry, warum kann uns Disney so leicht an der Nase rumführen? Weil wir Volumina sehr, sehr schlecht einschätzen können. Da wird immer wieder mit getrickst und auch im Internet gibt es solche GIFs beispielsweise, die zeigen, wie so kleine Hunde an solchen Ballons aufsteigen. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch, weil das Gewicht der Hunde ist eigentlich viel zu groß. Ich habe das mal für den Mops durchgerechnet. Da müssten 400 Ballons ran, damit der aufsteigt. Oder ein ganz großer Ballon, so wie Nasenluftballon. Genau den Trick, den könnte Mr. Fredrickson auch nutzen. Er müsste einfach all seine Ballons viel, viel größer machen, dann würde das auch klappen. Habe ich mal ausgerechnet. Jeder seiner Ballons müsste einen Durchmesser von 1,5 Metern haben, damit das Haus dann abheben kann. Das ist super viel. Und damit ihr euch das mal vorstellen könnt, wie viel das ist, ich habe mal einen so einen Ballon mitgebracht. Henry, das ist echt ein Geschoss hier. Also von denen hier müsste Mr. Fredrickson 20.622 Stück an seinem Haus haben. Hey, und wenn wir jetzt ganz, ganz genau sein wollen, Henry, dann ist das Haus ja am Anfang auch noch im Boden verankert mit so Wasserrohren und löst sich dann erst ab. Genau. Sodass die Ballons das schaffen, ist absolut ausgeschlossen. Und selbst wenn sie es schaffen würden, wäre die Beschleunigung durch diese Auftriebskraft so groß, dass das Haus, wenn die sich denn endlich mal lösen, abhebt wie eine Rakete. Okay, das heißt, exakt so, wie Disney uns das verkaufen will, ist es nicht möglich. Aber mit einem lose aufgestellten Haus und 3,5 Millionen Partyballons beziehungsweise 20.000 von diesen Riesenteilen würde die Physik das zulassen. Ja, auf jeden Fall. Okay, Henry, jetzt haben wir so viel über Ballons, über Disney und über Mr. Fredrickson gesprochen. Ich habe gedacht, wir machen das Ganze mal noch ein bisschen anschaulich. Ich habe nämlich sein Haus auf Pappe ausgedruckt, zu Hause zusammengebastelt und tatsächlich hier mal mitgebracht. Mega gut. Und du hast ausgerechnet, wie viele Ballons wir da dranhängen müssen, damit das wirklich wie im Film abheben kann. Genau, dein Papphaus hat eine Masse von 172 Gramm. Und damit es läuft wie im Film, brauchen wir 15 Ballons, damit es abhebt. Genau, und die 15 Ballons, die haben wir hier dran gemacht. Das heißt, Henry, wir packen jetzt deine Rechnung auf den physikalischen Prüfstand der Realität und du darfst dir selber runterzählen. Und dann gucken wir mal, ob das abhebt. Okay, 3, 2, 1. Und los. Wir sehen uns an den Paradieswellen. Hey, und was wir jetzt hier im Kleinen getestet haben, das haben die von National Geographic 2011 noch eine ganze Nummer größer ausprobiert. Die haben nämlich ein echtes Haus abheben lassen, also zugegeben ein Leichtgewichthaus. Das hat aber immerhin noch 2 Tonnen auf die Waage gebracht. Und da haben die 300 Wetterballons dran gehangen mit 2,5 Meter Durchmesser. Also nochmal ein Stück größer als bei uns. Und das Haus hat es dann tatsächlich bis 3 Kilometer in die Luft geschafft und war dann immerhin eine gute Stunde über der kalifornischen Wüste unterwegs. Mega gut. Halten wir fest, Mr. Fredrickson könnte tatsächlich mit seinem Haus Richtung Paradiesfälle abheben, bräuchte dafür aber 172 Mal mehr Ballons, als Disney uns hier verkaufen möchte. Ja, aber ich hätte jetzt auch nicht so den Bock, die alle festzuknoten. Ja, das stimmt. Ihr könnt ja mal überlegen, wie lange dafür gebraucht haben könnte, um die alle festzumachen oder wie viele Vögel es bräuchte, um das Haus zum Absturz zu bringen. Lasst auf jeden Fall mal einen Kommentar zu dieser Folge da. Vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren und die Glocke zu drücken. Dann können wir uns nämlich nächste Woche schon wiedersehen. Bis dahin. Ciao, ciao. Hey, und wo wir gerade beim Erinnern an die Jugend waren. Hier gibt es noch eine Folge zum Videospielhelden Kirby. Da geht es auch um Auftrieb. Und hier unten haben die Kolleginnen und Kollegen aus der MDR-Geschichtsredaktion sich mit der Jugendkultur in der DDR befasst und ob das damals wirklich alles so konform war, wie man immer denkt.